So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal ist jetzt nicht so viel Spannendes passiert, aber wir haben ein paar Sachen gesammelt, die ganz nett sind, so grundsätzlich. Und ja, in der Truhe hier ist nur ein Sonanium-Schild. Das nützt mir leider nicht so viel. So, das Problem ist, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ganz viel einfach möglich wäre. So, ne? Ich könnte überall hingucken, ich könnte alles versuchen, ich könnte dahin, ich könnte hierhin, ich könnte dorthin. Mich würde jetzt interessieren, ob die Fee mittlerweile wieder aktiv ist. Das war hier, glaube ich, der Schrein. Genau, hier irgendwo ist ja die Fee. Da irgendwo ist ja die Fee. Und, also, oder ob ich sie aktiv bekomme. Dass sie jetzt noch nicht aktiv ist, ist mir klar. Aber ob ich sie aktiv bekomme, ist die Frage. Weil dafür müssen ja die Sänger zurück. So, und die Sänger sind ja meiner Meinung nach die Ornivögel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. In jedem Fall dürfte jetzt da nicht mehr so Schnee sein. Und dann hieß es ja, kommen die Sänger zurück. Okay, hier ist noch Schnee. Okay, das heißt, dieser Schnee bleibt. Das ist ja auch interessant. Dieses Gebiet bleibt so, wie es ist. Okay. So, aber jetzt wird mich trotzdem. Wer hat denn das. Genau, der Typ hat dieses Ensemble gesucht. Ja. Ach, das ist. Okay, das ist gar nicht. Das sind gar nicht. Die sind. Okay. Die sind ganz woanders. Die sind beim Stall des Waldes in Eldin. Dann hat sich das komplett erledigt. Dann hat sich das komplett erledigt. Okay. Okay. Jetzt wird mich interessieren, kommen wir hier schon hin? Wenn ich hier schon hinkommen würde, könnte ich nämlich dieses Labyrinth auch machen. Da haben wir ja was geöffnet. Wir probieren es mal. Vielleicht habe ich ja, ne, mit meiner jetzigen Fähigkeit, wo man so Speed sozusagen sich geben kann in eine Richtung, vielleicht komme ich damit jetzt ja dahin. Könnte ja sein. Ach, beziehungsweise ich bin ja dumm, hä? Natürlich komme ich dahin. Also, wieso soll ich da nicht hinkommen? Ist das das Labyrinth? Gucke ich in die richtige Richtung? Oh. Dir ist kalt, Link. Warum ist dir denn jetzt hier oben kalt? Habe ich mich umgezogen? Hä, ich habe doch die Kleidung, die ich sonst hier auch hatte. Ist es jetzt hier kälter geworden? Willst du mich veralbern? Hä? Hä, hier oben war dir doch noch nie kalt. Wieso ist sie? Wieso ist es denn jetzt hier kälter geworden plötzlich? Hier war dir doch noch nie kalt, Link. Ich bin irritiert. So, aber ist das da drüben das Labyrinth? Da ist der Stern mit diesem Ding, was ich nicht lesen kann. Dann muss hier das Labyrinth sein. Ja, doch, 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 das ist das Labyrinth. Dann muss ich es dorthin schaffen. Okay. So, genau, und hier sind ja Ventilatoren. Ah, wenn ich jetzt die Waffe wechsle. Wieso ist jetzt hier plötzlich kalt? Was ist das denn für ein Müll? Hä, das war es doch vorhin auch nicht. Es gibt Sachen, die verstehe ich manchmal nicht, ne? Aber okay. Ach ja, das wurde mir auch gesagt. Ich soll auf jeden Fall bei den Gambling-Automaten immer die Sachen rausholen, weil da auch immer andere Sachen drin sein können und dann erfährt man zumindest, was wo möglich ist. Dann machen wir das mal gerade.
Ich hab so viel Kram. Wo sind denn die Sonanium-Dinger? Hier. So. Zack. Okay, wie hat das funktioniert? Musste man noch eine Energiesphäre dazu packen? Funktioniert das jetzt? Kriege ich jetzt 4 Kugeln? Okay. Okay, da kann man nichts fotografieren. Scheinwerfer. Aha. Ach, dann ist es andersrum. Die Dinger sind die Bezahlung und aus denen werden die Kugeln, oder wie? Habe ich das verkehrt rum gemacht? Kriege ich jetzt 4 Kugeln? Ja, 4 Kugeln, okay. Schlitten. Dieses Sonarbaut hat eine gleitfähige Unterseite. Schon die alte Sonarbaut entsteht, um damit über Wiesen und Zahnflächen zu rutschen. Gleiter, Scheinwerfer, Scheinwerfer, Schlitten, Gleiter. Transporter. Ein Sonarbaut hat zur effizienten Bewegung über flache Oberflächen. Wird durch etwas Kraftersatz aktiviert, benötigt zum Fahren jedoch eine Energiequelle. Okay. Okay, gut. Also dann machen wir das in Zukunft so, immer wenn wir so ein Ding finden. Löst du das aus, weil dann sieht man hier auch. Okay. Ah, ich sehe jetzt sogar eine Sache, habe ich hier noch nicht bekommen, die man hier bekommen kann. Okay, dann machen wir es immer, bis wir die Sachen voll haben. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, dann muss ich da gar kein Sonanium reinwerfen, sondern nur die Kapseln. Ja, okay, ich verstehe. Ja, jetzt war leider das Neue noch nicht dabei. Mal gucken, ob wir jetzt was Neues kriegen. Ah, okay, okay, es war nichts Neues, aber es war ein Ventilator und damit haben wir jetzt alle Dinge aufgefüllt. Okay, wir haben 15 Gleiter. Ja, moin. Also ich könnte auch einfach mal jetzt gleiten, ne? So, und die Gleiter nutzen. Ich könnte so langsam wirklich mal diese Objekte auch nutzen, die ich da bekomme. Oh, Schat, das geht nicht in die richtige Richtung. Das geht nicht in die Richtung, in die ich will. Ich will ja hier in die Richtung. Ja, das. Ey, wir sind aber nicht hoch genug. Das ist das Problem. Wir sind halt überhaupt nicht hoch genug. So, an dem Seil da drüben war die Karte dran. Das war sehr wichtig. Na komm. Wir fahren jetzt erstmal darüber. Wir fahren jetzt erstmal darüber und dann können wir uns immer noch kümmern. Wie wir das besser gestalten. Ich pack die auch immer, das ist eigentlich auch dumm, ne? Ich pack die immer so unten dran, aber ich kann die auch hier einfach festkleben. Und dann habe ich da ja auch keinen Stress. Let's go. Dann warten wir kurz, bis er wieder aufgeladen ist. Wir gleiten noch so ein bisschen weiter. Aber wir sind zu niedrig, das ist mein Problem. Aber die Frage ist halt, wo der Eingang. Da ist ein Schrein. Also wenn wir den Schrein erreichen, können wir da immer wieder uns hinporten. Sehr gut. Das wäre doch schon mal sehr wichtig.
So. So weit, so gut. Nee, das ist nicht ganz die Richtung, die ich will. Wobei, ich glaube, es ist erstmal okay. Ja, doch, es ist erstmal okay. Tatsächlich. Wolke war schön animiert. So. Dann jetzt so ein bisschen in die Richtung. Oh. Geht noch nicht. Die Richtung. Wir müssen nur ein bisschen höher werden noch, na? Ich hoffe, der eine... Ich meine, gut, ich hätte ja mehr Ventilatoren, falls es nicht reichen sollte. Ich hätte ja ein paar am Start. So, wenn es nicht reicht, soll das nicht das Problem sein. So, wir warten wieder. Also, ich weiß, ich kann mich schneller mit den Dingern fortbewegen. Na, ich möchte nur nicht. Ich bin immer, das ist immer so mein Problem, dass ich solche Sachen nicht verbrauchen will, die halt nur einmalig genutzbar sind. Und die Kapseln kann ich halt nur einmal nutzen. So, ich meine, ja, ich habe 7 Ventilatoren, ich weiß. Ich habe sogar eine Rakete. Und ich könnte mit allem davon... Na gut, mit dem Schlitten könnte ich jetzt nichts anfangen, damit auch nicht. Ja, okay, ich könnte nicht mit allem was anfangen. Aber, ja. Wait. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Oh, das ist jetzt brutal ärgerlich. Okay, wenn ich Glück habe, kann ich es retten. Oh. Ja, ja. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte mich jetzt brutal geärgert. Das hätte mich jetzt aber richtig geärgert, wenn es das versaut hätte. Doch, das kriegen wir hin. Doch, das kriegen wir hin. Sehr gut. Oh Gott, ist das... Oh, ist das... Die Fähigkeit ist gerade so wichtig. Okay, warum schweben wir jetzt hier so plötzlich so... Was ist jetzt los? Ist hier irgendwie andere Schwerkraft so? Grundsätzlich? Oha, was ist denn hier los? Okay, das ist krass. Hier ist so eine andere Schwerkraft. Oha. Okay. Aber wir sind jetzt da, wo wir sein wollten, ne? Sehr nice. Wir sind beim Schrein. Oh, das hätte mich jetzt richtig geärgert, wenn der Weg umsonst gewesen wäre. Das hätte mich jetzt richtig geärgert. Ein Glück habe ich nochmal rechts. Oh mein Gott. Okay, das heißt, man kann nicht mit den Dingern überall hin. Die, auch die haben eine Reichweite. Also nicht Reichweite, aber auch die haben eine beschränkte Nutzungszeit. Okay. Aber jetzt haben wir den Schrein hier oben. Und das ist... Oh, ist das gut. Rein da. Gleich gucken, was es hier drin gibt. Oh, ist das gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann erkunden wir jetzt in diesem Part offensichtlich das zweite Irrlabyrinth. Finde ich gut. Da haben wir ja irgendwas geöffnet. Fallgeschwindigkeit, okay. Da haben wir ja irgendwas geöffnet und das ist mit Sicherheit interessant. So, was bist du? Okay, mit dir kann ich gar nichts anfangen. Oh. Was hast du gemacht? Okay, was macht das Ding?
Hä? Ah, der ändert die... das ist das Teil, was hier die Dings so ändert. Okay, jetzt schießt er das da einfach durch. Heißt das, der schießt mich auch da einfach durch? Hat gut funktioniert. Hui. Okay, die Kugel hat jetzt doch nicht hier hochgeschossen. Okay, ist hier noch irgendwas? Oh, okay. Ach so. Die Pulver's weiter. Sehr interessant. Okay, da unten ist aber jetzt nichts, was ich verpasst habe, ne? Nee. Okay. So, das heißt, wenn wir hier wieder zurückstellen, die Schwerelosigkeit, dann lässt sich damit wahrscheinlich hier das Ding öffnen. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Wenn der da oben ist, muss ich den wieder fallen lassen. Ah, daneben. Ja, okay, kapiert, kapiert. Zack. Cool. So, das hat jetzt allerdings mich noch nicht zu einer Truhe geführt. Wo ist die Truhe hier in dem... Wo ist in dem Schrein eine Truhe? Ist da drüben eine Truhe drin zufällig? Da sehe ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich könnte mit dem Ding mich garantiert auch irgendwo hinschießen lassen. Okay, das Ding schießt aber nicht. Hier ist keine Truhe, ne? Wo ist eine Truhe? Ist da oben eine Truhe? Nein. Schießen die nur, wenn die an sind hier? Ist das die Kombination? Gar nicht, das Teil. Wo ist jetzt eine Truhe? Was war jetzt? Da drüben ist auch nichts, ne? Nee. Ja, und die Kugel ist jetzt halt da drin. Die kommt jetzt auch nicht mehr raus. Okay, ich weiß halt echt nicht, wo hier eine Truhe ist. Aber hier in dem, also in dem Endraum ist doch nie eine Truhe eigentlich. Das wäre schon sehr komisch. Ich schließe jetzt erstmal ab und gehe nochmal neu rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Schrein ohne Truhe ist.
Nee, der ist auch nicht abgehakt. Nee, ich fühle das noch nicht. So, wo habe ich eine Truhe übersehen? Hier am Rand ist nix. Hier am Rand ist nix. LOL. Jetzt nicht so wichtig. Hui. Okay. Habe ich nicht gesehen. Offensichtlich. So. Okay, sehr gut. Das ist dann sicherlich auch die einzige Truhe, ne? Yes. Wunderbar. Dann einmal wieder raus. So, dann setzen wir wieder unser Rhodonit-Schwert ein, das für uns warm ist. Und dann öffnen wir mal hier das Labyrinth. Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle 4. Oha, das ist was Größeres. Yo. Das ist dann wohl nichts, was in einem Part passiert. Oha, mit Wind und so. Okay, das wird cool. Yo! Chillig. Macht. Habe ich jetzt Fallschaden in dieser Fähigkeit oder. Oder nicht? Nee? Also, bekomme ich Fallschaden, wenn das so ist? Das wäre jetzt halt auch interessant zu wissen. So, hier kann ich runter. Aber die Frage ist, wie weit will ich hier runter? Und wo will ich am Ende hin? Na? Na, scheinbar will ich nicht hier hin. Weil hier falle ich ja nur raus jetzt. Das scheint nicht so ganz der Way to go zu sein. Yo. Ja, das ist aber voll cool. Hier könnte ich mal zwischenlanden. Wow. Nicht, was ich wollte. Ich bräuchte wieder Wind. Hier ist hier drüben irgendwas. Hier geht's auch weiter. Okay, die Kameraführung ist ein bisschen semi-optimal. Okay, jetzt geht's wieder richtig weit hoch. Ich muss mal zwischenlanden. Ich brauche Dings. Ich brauche eure Ausdauer. So, aber hier kommt doch bestimmt gleich eine Vorrichtung. Ja, hier ist was. Okay, hier ist eine Truhe. Keine Vorrichtung, aber auch in Ordnung. Auch die Truhe nehme ich gerne mit.
Mächtiges Sonanium-Großschwert. Okay. Ja, dann... Wir haben halt gerade nichts Felsiges. Das ist ein bisschen blöd. Ja, dann jeten wir... Ich hasse es, wenn ich Sachen jeten muss. Okay, wir haben zwei Äxte. Komm, eine Axt geht weg. So. Aber das war tatsächlich, das hat jetzt nur zu einer Truhe geführt. Ist hier keine Vorrichtung in dem ganzen Gang hier? Sehe ich das richtig? War der komplette Weg jetzt nur für eine Truhe? Ah, hier unten ist Stuff. Okay, ich mache keinen Fallschaden. Ich hab's jetzt mal gewagt. So, ab nach oben. Boah. Junge. Okay, so. Da unten ist wieder so ein Gitter, aber... Die sind ja irgendwie nur... Also diese Gitter sind nur zum Zwischenland, ne? So. Ja. Um wieder sozusagen Luft zu bekommen. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Aber da scheint gar nichts zu sein. Nee. Ich weiß halt noch nicht, wie diese Vorrichtung aussehen, die ich auslösen muss. Aber ich hoffe, ich werde es gleich erfahren. Ja, hier geht es gar nicht weiter. Dann landen wir mal gerade wieder zwischen. Hat gut funktioniert. Dann landen wir hier zwischen. Oh, okay, ein bisschen Fallschaden bekommen wir doch. Wenn es zu hoch ist. Oh, das sieht nach einer Vorrichtung aus. Ja, okay, es sind solche Schalterdinger, alles klar. Nummer 1. Nummer 1. Okay. Hier komme ich aber nicht rum. Nee. Also es würde hier halt immer noch weitergehen. Das ist der Punkt. Hier wird es halt trotzdem noch weiter irgendwo hingehen. Aber man sieht halt immer nicht so ganz... Ja doch, der Weg führt hier grundsätzlich noch weiter. Hier nicht mehr. Hier ist auch Ende Gelände. Okay. Hier ist auch Ende Gelände. Da unten sind wieder ein paar mehr Gitter. Dann landen wir da gerade zwischen für Ausdauer. Und fliegen mal hier hoch. Hier ist zwar so ein Dings, aber nichts, was mich jetzt weitergebracht hätte, ne? Ah, hier ist eine. Okay, cool. Sehr schön. Nummer 2. Nummer 2. Hallo? Darf ich hier auch wieder raus? Danke. Hier sonst nichts nach? Nee. Dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Nein, geht's nicht. Dann muss ich wohl zurück.
Und hier geht's weiter. Aber Moment, hier ist noch so ein... Okay, hier ist noch viel Weg. Den schauen wir uns auch mal an. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, da geht's auch wieder in diese Mitte und die ist nicht... Da geht's nicht weiter, okay. Vielleicht von hier aus? Nee. Nee, okay, da geht's nicht weiter. Gut, dann also da unten durch wieder. Hui. Jetzt wird hier aber wieder richtig hochgeschossen. Ah, da ist auch wieder einfach nur Ende. Das nützt mir also nichts. Da ist auch nur Ende. Hier kann ich dann unten durch. Ja, will ich auch. Da, aber vorher landen wir zwischen. So. Und dann geht's hier wieder hoch. Oh, da ist eine Truhe. Sehr schön. Also, ich frage mich, ob ich alle Truhen finden werde. Ich denke nicht. Aber hey. Ja, gut, das... Das eine war ein Großschwert, das andere ist jetzt ein normales, mächtiges Schwert. Ja, klingt natürlich nicht verkehrt. Ich meine, es sind halt teilweise einfach normale Waffen hier. Die könnte ich schon jeden. So. Na, und das ist schon stark. Ja, komm, ich kämpfe eh nicht mit Großschwertern. Dann jeden wir das Großschwert gleich wieder. Dann kann ich es auch gleich fotografieren. So. Zack. Beziehungsweise kann ich... Wait, what? Haben wir schon wieder das Maximum erreicht? Oh. Mein Gott. Wie kann ich denn jetzt alle auswählen? Ich will alle auswählen. Ah, jetzt. Ah, alle auswählen. So. Und tschüss. Gut. Hier ist nix. Da ist die dritte Vorrichtung. Sehr gut. Sehr schön. Fehlt noch eine. Und hier gibt es auch wieder so einen Gang hier nach innen. Aber auch da werden wir nicht... Keine Freunde, ne? Nee. Auch hier werden wir nicht glücklich. Na gut, dann gehen wir weiter. Und lang. Jawohl. Also so einzelne Truhen könnte ich mir gut vorstellen, verpasst zu haben. Aber das ist dann halt so. Okay, zwischenlanden. Auch nichts, schade. Kann ich nur wieder zwischenlanden.
Ist auch nix. Okay, ich gehe mal kurz hier den Gang noch nach hinten. Das könnte zu einer Truhe führen, mit ein bisschen Glück. Oder einfach nirgendwo hin. Oh, das war einfach nur so ein Rundkurs. Dann machen wir mal Zwischenlandung. So. Denn ich denke, jetzt kommen wir gleich zum letzten Schalter. Ja, das... Oh, nee, Truhe, Truhe, Truhe. Okay. Auch die nehme ich erstmal gerne mit. Hochleistungsbatterie, okay. Ja, nett. Und hier ist unser letzter Schalter. Na, okay, doch nicht. Es sah so aus, als ob. Aber das ist jetzt der Weg, den wir von allen Seiten immer gesehen... Ah, nee. Okay, da in der Mitte ist dann was. Aber dann waren wir hier noch nicht, dann ist alles gut. Und dann ist hier der letzte Schalter. Ja, jetzt. Ne, okay, doch nicht. Aber es geht jetzt hier einmal so rum. Also das fühlt sich jetzt schon nach dem Weg zum letzten Schalter an. Jetzt gehe ich aber erstmal kurz hier lang. Da unten nochmal durch. Bevor ich die Treppe weitergehe. Oder komme ich jetzt nur dahin, wo ich eh schon war? Ich glaube, hier war ich schon. Ne, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir hier weiter. Oder bin ich jetzt am An... Ah, lol. Ah, ist jetzt schlecht. Weil dann habe ich eine Vorrichtung irgendwo übersehen auf dem Weg. Ah, das ist jetzt blöd. Wo habe ich eine Vorrichtung übersehen? Das ist jetzt suboptimal. Oder kann ich da reinklettern irgendwie? Ich müsste doch jetzt hoch genug sein, da kann ich doch einfach reinfliegen. Na eben. Na eben. Und dann haben wir es. Sehr, sehr schön. Let's go. Da kommt jetzt eine neue Vorrichtung raus. Okay. Und jetzt kann ich einfach hoch. Hui. Okay, das Interessante ist ja, wir wissen ja, wir haben irgendwas ausgelöst, als wir, oh, ich ahne, was jetzt passiert. Dieses Ding löst jetzt unten wiederum, löst jetzt unten das Tor aus. In dem unteren Labyrinth. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Ja, genau. Genau. Ich dachte es mir. Verborgen im Herzen der Erde, beweis mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Mach mal gleich. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Okay. Machen wir gleich. Ich will nur jetzt erstmal darüber. Das sieht nämlich auch ganz spannend aus, muss ich gestehen. Ja, da ist nämlich eine Truhe und ein Krog. Oha. Gleich zwei Sachen auf einmal.
Ah. Wir haben ja schon. Ja gut, hier Bockbogen kann weg. Tschüssi. Sehr schön. So, und Krogi. Ach, den muss ich. Ah, das ist ja dumm, den muss ich ja folgen, ne? Ich komme ja eigentlich schnell wieder hier hoch, theoretisch, ne? Ich komme ja eigentlich schnell wieder hier hoch. Nein! Nein! Das war nicht, was ich wollte. Weil ich speichere hier mal kurz für den Fall, dass ich wirklich jetzt darunter jiete und es nicht soll. Nein! Hä, ist es da weg oder was? Genau das meinte ich. Gut, dass wir gespeichert haben. Also ich muss den schnell genug fangen, sonst ist er weg. Sehr schön. So, jetzt würde ich nur halt gerne wieder gleich da hochkommen. Oder darf ich jetzt auch von hier aus da runterfallen? Ist das auch genehm? Oder muss ich von oben runterfallen? Das ist halt die Frage, ne? Wir probieren es mal so. Vielleicht ist es ja auch so in Ordnung. Oh nein. Das ist unterirdisch nochmal ein Schloss, ein Irrschloss oder was? Oh nein. Aber es ergibt Sinn. Es ergibt leider Sinn. Oh, die Frage ist nur, will ich das jetzt? Oh. Und am Ende kämpfen wir gegen irgend so ein Blockkonstrukt, ja? Oh lol, hier gibt's solche Dinger wieder. Ach du Schei. Okay, ich bin schon bei dem Blockkonstrukt. Ja gut. Na dann. Let's go, würde ich sagen. Aber ist das ein Alpha-Block-Konstrukt oder ist das ein anderes? Gamma. Das könnte interessant werden, weil ich nicht weiß, wie der funktioniert. Aber scheinbar ähnlich, ne? Er kann wahrscheinlich nur ein bisschen mehr. Ja, der kann ein bisschen mehr. Wo ist jetzt das Ding? Da.
das ist nicht das richtige Teil. Ah, ist jetzt alles nicht so cool. Ah, der verschiebt es auch, wo das ist, oder? Ja, der, okay, der kann es anders verschieben. Ich verstehe. Der kann es immer anders schieben. Jetzt ist es am Arm. Ah, schade. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Okay, der kann es verschieben. Gut. Aber wenn ansonsten ähnlich ist, dann sollte das ja sogar machbar sein. Ah, ich hatt's fast. Ich hatt's fast. Jetzt hab ich's. Okay, Waffe. Richtige Waffe zum Zerschlagen. Ich glaube, der Stahlkugel haben wäre jetzt eine der stärksten, oder? Aber oh, wir nehmen das Ding. Wir nehmen das Ding. Das ist auch okay. Ah, das doch, das gibt, das kriegt er doch ordentlich auf die Mütze. So, jetzt haben wir die Geschichte. Oh, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr Wumms dahinter. Ah, I see, I see. Eieieiei. Yes! Got it! Okay. Jetzt kommt die Geschichte. Aber wo ist jetzt das Ding, wo ich ran muss? Ah, das muss er erst austauschen. Ja, okay. Oh, Bruder! Scheiße, der tut halt ordentlich weh. Ah, der tut halt ordentlich weh. Also, ich bin nach wie vor, was das Viech angeht, eine Glaskanone. Ah, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wenn ich mich nicht treffen lasse, können wir den schaffen. So. Aber wenn ich mich treffen lasse, habe ich ein Problem. Ja, das dachte ich mir. Das kann ich erst auslösen, wenn ich den kaputt gemacht habe, ne? Ah, ein Treffer und ich bin tot. Das ist natürlich problematisch. Okay, jetzt sind wir gleich in der Phase. Aber dann kann ich jetzt lernen, wie ich ihn in der Phase kriegen kann. Weil er wechselt da oben durch und ich komme da halt nicht hoch. Ja, er tauscht halt oben aus. Ach so! Nein, schon wieder! Wahrscheinlich muss ich die Dinger so wegnehmen, dass ich an denen rankomme. Das könnte sein, dass er so funktioniert. Okay. Jetzt bin ich hier auf einmal, okay. Aber vielleicht, ich meine, ist er wirklich alles, worum es hier geht? Oder gibt es hier noch mehr Sachen, die ich machen kann? Weil dann würde ich ihn erstmal in Ruhe lassen. Und mich erstmal ein bisschen umgucken, was es hier noch so geben könnte. Na? Aber es könnte natürlich sein, dass es hier gar kein Irrschloss ist. Und es wirklich einfach nur diesen Weg gibt zu ihm. Das wäre dann auch ganz cool.
Weil dann wüssten wir zumindest, dass ich hier nicht viel rumirre. Und es halt einfach nur hier die Geschichte ist. Weil das führt jetzt auch nach unten einfach nur. Ja. Das ist auch kein groß anderer Weg. Da gibt es halt nochmal eine Energiesphäre. Okay. Ja, dann gäbe es doch nur hier unten diesen Kampf. Dann gibt es vielleicht doch nur hier unten diesen Kampf. Hier bin ich vorn runter. Gehen wir jetzt noch hier runter. Ja, dann gibt es hier eh nur diese Seiten. Okay, das heißt, alles führt einfach zu dem Viech. Okay, pass auf. Dann können wir jetzt ja mal gucken, wie stark ich dieses andere Schwert bekomme. Indem wir jetzt einfach mal Sonanium-Teile auf den Boden schmeißen. Mein Gott, ich krieg... Doch, hier sind die Dinger. So. Erstmal sortieren. Ich denke, Typ ist am sinnvollsten. Ja, hier zum Beispiel, ne? Alpha-Kriege-Konstruktoren, Beta-Kriege-Konstruktoren, Alpha-Elite-Konstruktoren. Ich denke, das ist das Stärkste, was ich aktuell an Sonanium-Kriegern habe. Und die Dinger sind halt eh an sich normalerweise nicht stark. So, also wenn dann das hier. Na, wenn dann das hier. Ich schmeiß es mal auf den Boden. Und dann gucken wir einfach mal, was die Synthese hier erzählt. Aha. 28, let's go. Okay, das könnte deutlich stärker sein. Wir speichern und wir probieren es damit. Let's go. Habe ich noch Angriffsessen vielleicht sogar? Habe ich irgendein Essen, was meinen Angriff steigert? Nur bei Kälte? Wir haben jetzt keine Kälte mehr. Habe ich sonst noch Angriffsessen? Ja, hier. Nee, das ist auch nur bei Hitzeangriff. Nee, normales Angriffsessen habe ich aktuell nicht. Okay. Aber was ich noch machen kann, ist natürlich... Ich könnte noch volle Herzen gehen. Vielleicht halte ich dann zumindest einen Treffer aus. Vielleicht halte ich ja einen Treffer aus. Wir werden sehen. Okay. Also, ich probiere es noch kurz ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, da ist ich gleich verdünnisiert. Der Block. Nein, das war der falsche. Jetzt ist er da hinten. Ja, scheiß drauf. Nein, jetzt ist er wieder. Ach, der ist auch immer woanders. Yikes. Jetzt habe ich dich. So, wie viel Schaden machen wir? Yo, viel besser. Okay, das könnte recht gut laufen. Habe ich ihn? Nein, das war der falsche. Ich hab ihn. Abflug. Oh, ja, nice. Hau drauf, Kollege. Tulin, hau richtig drauf. Sehr schön. So, jetzt kommt meine Problemphase, mit der ich noch nicht umgehen kann.
Boah, das war knapp. Aber die Frage ist halt, kann ich den jetzt selber wieder auseinander? Ich komme halt da nicht hoch. Also was muss ich jetzt tun? Muss ich warten? Na, so, was muss ich tun? Wie komme ich da hoch? Oder wechselt er einfach irgendwann sein Viech nach unten? Okay, das ist, kostet tatsächlich nur ein halbes. Okay, solange ich hier drauf stehe, wechselt er nicht zurück. Nice. Ah. Sehr gut. Okay, ich muss auf den Dingern stehen bleiben, dann kann er die sich nicht zurückholen. Sehr gut zu wissen. Okay, jetzt holt er sie zurück. Ja, okay, aber so können wir die Phase ja eigentlich erstmal lassen. Wir essen kurz was, dass ich nicht draufgehe, wenn ich getroffen werde. Zack. Und dann, was wollte ich noch machen? Bogen wechseln. Dann ist es natürlich gut, mit einem stärkeren Bogen zu kämpfen. Scheiße. Nice. Ah, schade. Okay, aber in der Phase können wir jetzt gerne bleiben. Habe ich gar kein Problem mit. Ach verdammt, warum treffe ich denn immer nicht? Wenn es drauf ankommt. Ja, den treffe ich jetzt wieder, weißt du? Ah, ist das scheiße. Okay. Nice. Okay, ich mag die Phase, die mir ansonsten Probleme bereitet, jetzt am meisten, weil ich ihn damit echt gut kriegen kann. So, ich meine, er kann jetzt gerade sonst nichts anderes mehr machen. Ist ein bisschen witzig, aber okay. Nein! Ach, das ist doch kacke. Yo, Tulin. Aber er geht aus der Phase auch nicht mehr raus, weil ich ihn... Also, wahrscheinlich könnte ich ihm seinen Block da wieder krallen. Ich könnte mir auch vorstellen, wie man da hinkommen soll, dass man das machen kann, aber ich lasse ihn aus der Phase nicht mehr. Wir machen das jetzt so. Easy. Na, der wechselt nicht mehr. Der würde ja nur wechseln, wenn man seinen Dings sich holt. Und den Dings hole ich mir einfach nicht. Weil ich weiß schon, wie ich hochkommen würde. Ich würde wahrscheinlich mit der Zeitumkehr hochkommen. Aber er wechselt nur oben. Also man müsste wahrscheinlich wirklich einen Weg finden, hochzukommen normalerweise.
Aber so brauchen wir das nicht. Ja, das war's. Cool. Gamma-Konstrukt lässt sich... Oh, Bruder. Gamma-Konstrukt lässt sich ganz gut cheesen. Finde ich gut. Habe ich nichts dagegen. Okay, wir brauchen aber volle Energie. Ja, das ist gut. Ah, jetzt hat es sich gleich wieder geholt, die Dinger. Das ist natürlich schlecht. Okay, das war's. Das war's. Wenn ich mal nochmal treffen würde, wäre es das zumindest gewesen. Nice! Bam! Und jetzt kann ich dieses Ding hier auch noch auslösen. Ja, der Wahnsinn. Yo, was ist denn jetzt hier alles am Start? Gibt's irgendwas zum Fotografieren? Ja, Pfeile. Flammenwerfer, 3 Millionen Stück, ganz viel davon. Oha, ganz viel davon auch. Das ist cool. Okay, ich krall mir erstmal meine ganzen Pfeile wieder, die ich verschossen habe. Was ist das? Ach, Miasma. Oh, zum Glück tut's mir nichts. Okay, die ganzen Pfeile, die ich verschossen habe. Moment. Die holen wir uns jetzt erstmal alle wieder. Okay, so sehe ich die auch nicht besser. Da muss ich halt rumlaufen und gucken, wo es glitzert. Okay, ich glaube, das waren alle, die ich verschossen habe. Ne, da liegen noch ein paar, okay. Okay. So, jetzt habe ich aber mehrere von den Dingern. Das ist jetzt natürlich... interessant. Ach nee, das ist eins. Oh, das ist ein Teil. Oh, wenn ich jetzt noch so ein Sonanium-Ding hätte, mit dem ich das verknüpfen könnte. Ach so, Moment. Habe ich ja theoretisch. Also ich kann doch jetzt... Ich meine, ich habe es jetzt halt schon ein bisschen angebraucht, ne? So. Aber theoretisch könnte ich doch jetzt auch dieses Ding wieder lösen. Und dann mit dem verknüpfen. Gamma-Mittelblock. 52. Oh mein Gott, das hält eine Weile. Okay, und was es jetzt mit dem Schalter hier auch noch auf sich hat, das gucken wir uns jetzt aber wirklich beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.